Ich heiße Marica Bodrožič, ich komme aus Berlin. Mein Buch heißt Kirschholz und alte Gefühle. Mein Buch Kirschholz und alte Gefühle handelt vornehmlich von der Arbeit der Erinnerung. Und meine Erzählerin Arietta begibt sich durch verschiedene Städte, Länder, auch Landschaften und lernt über die Freundschaft zu unterschiedlichen Menschen etwas über ihre eigene Erinnerung, aber auch über das Leben selbst. Es ist ein Buch über die Liebe, darüber, wie Erinnerung und Liebe miteinander zusammenhängen und darüber, was Freundschaft im Leben eines Menschen zu bedeuten hat, wenn der Pass und die Nationalität nichts mehr zählen. Für mich ist das ein sehr besonderer Preis, weil er eigentlich das im Außen zusammenfasst, was ich im Innen schon mein Leben lang immer führe. Also ich komme aus einer multikulturellen Gegend aus dem früheren Jugoslawien. Viele Sprachen und Kulturen und Religionen waren schon seit jeher für mich normal. Dann bin ich nach Deutschland umgezogen, habe in Frankreich gelebt, in Spanien. Ich schreibe in einer Sprache, die nicht meine Muttersprache ist. Und dieser Preis symbolisiert das, dieses Übernationale. Ich finde es sehr beruhigend, dass es so etwas gibt, weil mich das auch irgendwie auch metaphysisch beruhigt. Denn ich habe die Welt nie als eine nationale, nur auf einen Pass reduziert erlebt. Für mich war die Welt, in der ich lebte, immer schon mindestens ein Plural. Dieses und jedes Buch ist für mich eine Möglichkeit, auch über mein eigenes Leben nachzudenken. Und ich glaube, dass dieser Echoraum, aus dem heraus ich fühle und empfinde und zur Sprache komme, bei mir gar nicht funktionieren würde, wenn es einfach nur eine Konstruktion wäre. Die Sprache, aus der heraus ich schreibe, ist immer eine, die mich ganz tief in meinem Innern betrifft. Und ich gehe zurück in diesen Süden, in meinen ersten Süden, der für mich natürlich lebensprägend war, die Welt des Mediterranen, dann der Einbruch des Krieges, der Bruch mit der Zivilisation und das Weitergehen im eigenen Leben. Das ist durchaus etwas, was ich als Denkraum meiner Erzählerin mitgebe. Und ich könnte es gar nicht anders. Ich könnte nicht über Sarajevo schreiben, wenn ich es nicht kennen würde. Oder über diesen ganzen Balkanraum. Auch Paris, wo ich auch mal gelebt habe, spielt da auch eine wichtige Rolle. Sprachen sind für mich wie unterschiedliche Rhythmen, Musiken, Melodien, die das Timbre eines bestimmten inneren Gebietes freisetzen können. Und jede Sprache hat diesen besonderen Ausdruck, diesen musikalischen Moment, den ich eben versuche, durch das Schreiben im Deutschen auch zu berühren. Man denkt zu Unrecht, dass das Deutsche hart und anstrengend ist, weil man es eben falsch auch assoziiert in dieser Tiefe. Es ist eine sehr schöne musikalische Sprache, die sehr viel Freiheit und Assoziationskraft zulässt. Und jede Sprache hat etwas Besonderes, mit der man die Welt anders berühren kann. Und wenn ich nicht ein paar Sprachen sprechen könnte, wäre ich ein sehr, sehr armer Mensch, der sich selbst überhaupt nicht denken könnte als Individuum. Es gibt im Leben meiner Erzählerin von Kindheit an ein besonderes Phänomen, und zwar ist das jenes der Lücke. Sie erinnert sich schon in der Kindheit an manche Dinge nicht. Und diese Lücke bleibt immer ein Muster in ihrem Denken auch. Und es ist ein Moment, wo praktisch die seelische Ebene bei ihr zum Ausdruck kommt, wo etwas Tiefes, Metaphysisches geschieht, was man nicht beweisen kann. Viele meiner Leser haben immer gedacht, warum kann sie sich nicht erinnern? Ist sie krank? Sie ist nicht krank. Es gibt diesen Moment der Selbstvergessenheit, der etwas mit Luzidität zu tun hat. Und wer sich erinnert, jeder Mensch, der sich erinnert, weiß, dass er dafür vergessen muss. Wir müssen vergessen, um uns zu erinnern.